Hi YouTube, hi Leute, euer Tommy ist wieder dran, German RC Creations. Um was geht's heute? Heute geht's um den VW Up, die 60 PS Variante mit der Ausstattung Move Up. Erfahrungsbericht sozusagen nach guten anderthalb Jahren fahren im Alltag mit diesem Auto. Hatte ich ja schon einige Filme dazu gemacht. Könnt ihr mal hier oben oder da oben in der Ecke schauen. Verlinke ich euch meine anderen Filme. Gab einen ersten Film, der ziemlich lang ist, wo ich alles ganz genau erkläre. Dann gab es einen Film, Inspektionen selber machen bei dem Wagen. Obwohl ich ja noch Garantie habe. Ich habe 4 Jahre Garantie. Zwischendurch kann man da sehr wohl selber seine Ölwechsel oder Intervalle machen. Sollte man aber dennoch die Intervalle bei Volkswagen einhalten, damit die Garantie erhalten bleibt. Garantie geht nicht verloren, wenn man hier selber seinen Ölwechsel macht. Luftfilterwechsel, Ölfilterwechsel, Pollenfilterwechsel, wobei da ist es wichtig, dass man einen Kohlefilter nimmt. Also kauft da nicht die billige Variante bei eBay oder sonst wo, sondern nehmt von Mann, habe ich gekauft, also MANN, den Kohle-Pollenfilter für den Innenraum. Freut sich die Klimaanlage mehr drüber, als wenn er da die Billigvariante, den Standardfilter hier einbaut. Egal wie, es geht ja um die Erfahrung. Ich bin so unvorbereitet. Ich habe das Handy jetzt einfach da am Tacho hier hingestellt, weil ich habe noch nicht mal einen Handyhalter jetzt, um hier diesen Film zu machen. Wie sind meine Erfahrungen? Hat sich der Kauf gelohnt? Definitiv ja, der Kauf hat sich gelohnt. Das hier ist ein schönes, kleines, robustes Auto, muss ich echt sagen. So Protect hoch 10. Ihr kennt es, wenn er im Parkhafen steht oder normal parkt, wie die Leute euch anrammeln. Ja, wenn einer mit Anhängerkupplung vor euch einparkt und schön beim Ein- oder Ausparken vorne gegensemmelt. Oder hier so im Parkhafen die Leute ihre Türen aufreißen, besonders Mütter mit Kindern, ja, wo die Kinder selber die Türen öffnen und ohne zu gucken euch die Türen in die Seiten hauen. Ist hier 100 Mal passiert, passiert täglich, aber nix. Ich habe keine Beule, gar nichts. Der ist so robust. Im Gegensatz alle anderen Autos, die ich gefahren bin, Audi, Volkswagen, Mercedes, 17 Jahre lang Mercedes gefahren, mit Beulen übersät. Ja, einfach nur durch das Parken so im Berliner Stadtverkehr, sind ja fast Pariser Verhältnisse hier, sage ich mal. Leute wissen immer nicht, wie groß eigentlich so ein Schaden ist, den sie anrichten, wenn sie mit einer Anhängerkupplung euch vorne reinknallen. Dass hinter der Schürze ein Träger ist, dass sogar dieser Träger vielleicht verbiegen kann. Ist hier alles passiert? Nichts passiert. Der ist so protected irgendwie, so seitlich, als wenn er die Ellbogen raushaut, so nach dem Motto, leck mich am Arsch. Also das ist toll. Also die Blechqualität von diesem Auto und diese Robustheit von dem ganzen Ding ist fantastisch, muss ich echt sagen, fantastisch. Das hier ist ja die 60 PS Variante mit dem ASG Automatikgetriebe. Auf der Autobahn läuft das Teil hier laut Tacho, jetzt nachdem er schon längst eingefahren ist, 185. Aber ohne, dass man, komm, laut Tacho 185, aber nicht im fünften Gang.
Im fünften Gang schafft er es nicht. Im fünften Gang fährt er 165. Also klacke ich die Schaltung runter. Ich kann die euch ja mal zeigen. Ja. Die ASG ist ja keine echte Automatik, sondern es ist ja einfach das Schaltgetriebe, was elektrisch die Gänge eingelegt, elektrisch, hydraulisch die Gänge da eingelegt bekommt. Ja, und die muss ich runterklacken auf den vierten Gang und dann läuft das Ding 185. Ja, weil dafür ist dann der Motor zu schwach, umgekehrt, der fünfte Gang ist zu lang übersetzt. Ich nehme euch mal anders hier, das ist ja scheiß Perspektive. Oh, ich versuch's mal jetzt hier einfach zu halten. Der fünfte Gang ist schlichtweg zu lang übersetzt, als dass er das schafft im fünften. Ja, im vierten Gang hat er das Drehmoment, was er braucht, um die 185. So, ich filme jetzt dann nochmal hin. Ja, die kann man ja hier so klack. Also wenn ich hier drüben bin, klack, runterschalten, 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 hochschalten, hochschalten. Kann ich hier auf manuell oder D ist eben Drive, macht da alles selber. Auf N, M kann ich da die Gänge einfach runterschalten und auch hochschalten. Hier drüben ist N normal und R wie rückwärts. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alles. Hier gibt es keine P-Stellung, ja, deswegen immer Handbremse anziehen. Oder ihr legt den ersten Gang hier ein und stellt das Auto dann ab mit eingelegten ersten Gang hier drüben. Ne? So, ich hoffe, ich habe es jetzt selber nicht gesehen, ob ihr das da sehen konntet. Wenn ihr so wenig wie möglich Sprit verbrauchen wollt, dann nehmt die Automatik. Ja, weil die Automatik sparsamer kann man einen VW ab nicht fahren als mit diesem ASG-Getriebe. Der schaltet so schnell hoch. Würde ich mir die jetzt nochmal kaufen? Ich glaube nicht. Wenn ich ein Sparfuchs sein will und immer sparsam unterwegs sein möchte, würde ich ihn wieder mit der ASG-Automatik kaufen, weil manuell schaltet ihr nicht so wie diese Automatik. Ja, die geht zack, 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 die Gänge hoch. Bei 20 Stundenkilometer oder so seid ihr schon im fünften Gang. Das würde ich, wenn ich jetzt manuell schalte, nicht machen. Ja, da würde ich den zweiten Gang ausfahren bis, weiß ich nicht, wohin. Ja, aber zäh ist sie, muss ich definitiv sagen. Und diese Zähheit der Automatik geht mir auf den Sack. Sprich, die schaltet also sehr schnell hoch in den fünften Gang und verweilt aber sehr lange in dem fünften. Wenn ihr jetzt auf eine Kreuzung zufahrt, und ihr merkt oder wisst, die springt jetzt gleich auf gelb und ihr wollt aber noch rüber, dann gibt ihr volle Kante Gas und die braucht Ewigkeiten, bis sie dann doch mal in den vierten runterschaltet und dann den Schwung, habt ihr dann den Schwung, ja scheiße, Ampel ist rot. Wenn ich jetzt einen Schaltwagen hätte, ja, kann ich volle Kante runterschalten und Gas geben und rüberfahren. Kann ich genau so eigentlich machen mit der ASG. Ich vergesse es immer nur, dass ich sie ja manuell runterschalten kann. Ja, und dann wäre die Situation entschärft. Ja, würde ich manuell hier, seht ihr, klack, 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 runter. Es wird ein beschissener Film, Leute. Vor der Ampel, zack, runterschalten, vielleicht nochmal runterschalten und dann Gas geben. Ich vergesse es immer in solchen Momenten, das zu machen. Also man muss sich entweder das angewöhnen und wenn es einem zu lahm ist, zu zäh, bis die runterschaltet, meine ich, dass man da manuell einfach eingreift. Ne? Sie springt aber auch sehr schnell wieder vom Manuellen in diesen Automatik,
Selbstschaltmodus, sage ich mal. Noch ein Haken ist, dass nicht immer der Rückwärtsgang geht. Nicht immer. Ich habe mir das bei Volkswagen erklären lassen. Ich habe gesagt, was ist das für eine Scheiße? Ich will auspacken und der Rückwärtsgang. Ich mache auf R und es passiert nichts. Ich gebe Gas, Gas, Gas. Es gibt keine Verbindung. Die haben es mir dann, ich habe gesagt, ich will hier ein Software-Update. Und haben gesagt, nee, die Vorwärtsgänge sind alle synchronisiert. Der Rückwärtsgang ist nicht synchronisiert. Der ist gerade verzahnt. Und wenn das Zahnrad nicht in der richtigen Stellung ist und ihr auf rückwärts schaltet, dann nimmt er diesen Rückwärtsgang einfach nicht an, weil da Zahn auf Zahn steht. Also der Zahn, die Zähne nicht reinrutschen ins andere Zahnrad sozusagen. Da muss man dann nochmal wieder auf N den Schalthebel machen und dann nochmal auf rückwärts. Dann hat es eine andere Stellung und dann geht der Rückwärtsgang. Ja, also ich werde da dennoch am Ball bleiben. Und da hat Volkswagen, finde ich, an der falschen Stelle gespart. Ja, den Rückwärtsgang hätten sie ruhig schräg verzahnt machen können und synchronisiert. Ja, dann würde das immer gehen. Das ist so ein Manko, was diese ASG auch nochmal hat. Ja, dass sie nicht immer den Rückwärtsgang. Also bei vorwärts passiert das nicht, weil wie gesagt, die sind synchronisiert. Das war jetzt schon mal ein Nachteil, der mir aufgefallen ist. Dann geht mir noch eine Sache richtig auf den Sack. Das ist das Anschnallen. Wenn ihr hier die Mittelarmlehne habt, die Originale, man kann sie natürlich hoch machen, dann kann man sich hier locker anschnallen. Ich mache es aber nicht, wenn die unten ist und ich will mich hier anschnallen, ja, dann ist das mir hier zu eng. Also ich gehe immer mit dem Schnallding daneben, bis ich das dann da finde. Hier ist es. Und es ist für die Hand auch sehr eng hier unten. Also zu eng. Und Gurtschloss, sage ich jetzt mal, liegt viel zu weit am Sitz dran. Viel zu nah am Sitz. Das hätten sie ruhig mit dem Abstand mal machen sollen, dann wäre das einfacher, sich da anzuschnallen, das zu finden. Weil anschnallen macht man ja immer blind. Ja, dass man automatisch da hinstecken will, aber es eben hier immer nicht trifft. Weil das hier stört schon die Mittelarmlehne. Gut, ist jetzt mein Problem. Aber dennoch, die Schnalldinger sind zu nah am Sitz dran. Ja. Ansonsten habe ich gar nichts zu beanstanden. Überhaupt nichts nach gut anderthalb Jahren. Es passt viel rein, wenn man da hinten die Rücksitzbank umlegt. Ich habe den Viertürer übrigens, ja. Die 60 PS, liebe Leute, ihr wisst, das Ding hat 72 PS auf dem Rollenstand, auf Leistungsmessungsstand. Ich würde ihn gerne upgraden. Da kommt man dann auf 10 PS mehr. Das heißt, das ist ja ein gedrosselter Saugmotor, Saugrohreinspritzung, Saugmotor. Der öffnet am Anfang sehr weit die Drosselklappe, aber am Ende ist er beschränkt, öffnet er sie nicht richtig. Obwohl, wie gesagt, 185 läuft er. Da läuft er dann auch bei 6000 Umdrehungen. Wenn ich jetzt softwaremäßig da eingreife in die Steuerelektronik der Drosselklappe und dem Steuergerät sozusagen sage, öffne die Drosselklappe am Ende dann doch mal bis zum Anschlag. Er hat sie in dieser Stellung möglich, technisch möglich ist es, sie aber da bis zum Schluss öffnen zu lassen. Wenn man das macht, dann hat man im Grunde genommen schon den TSI, den man sich ja auch kaufen kann mit 90 PS Turbolader, Ladeluftkühler.
Und dann gibt es ja noch den GTI mit 115 PS und so weiter und so weiter. Wäre mal eine schöne Maßnahme noch. Ansonsten so in der Stadt und so habe ich nicht das Gefühl, ich brauche hier mehr Power. Also echt, wenn ich an der Ampel losfahre und der neben mir meint, schneller zu sein und ich einmal hier aufs Gas latsche, dann bin ich, sag ich mal, bis 30 Stundenkilometer immer der Erste. Das ist ganz dubios. Das können Autos, weiß ich nicht, Audi mit, frag mich nicht, 270 PS oder keine Ahnung. Also die allerschärfsten Autos haben dann bei der nächsten Ampel echt so gemacht, so nach dem Motto, die Gurke hat mich jetzt hier die ersten Meter so abgehangen. Also der geht ziemlich zur Sache, muss ich euch sagen, Leute. Echt, der ist so spritzig. Von daher mit der Software und auf 82 PS hochäumeln oder 85, 87 PS je nach Programmierung sozusagen an den TSI herankommend von der Leistung, muss ich nicht. Eigentlich muss ich es gar nicht, auch wenn ich Autobahn fahre. Das Allerschärfste ist, ich fahre auf der Autobahn, wenn es erlaubt ist, über Stunden diese 185, ja, also voll durchgetreten. Und dann komme ich an, steige aus und laufe so um den Ab herum und denke, oh, mit diesen dünnen Reifchen, ich habe also Stahlfelge, ich stehe auf Stahlfelge, ich habe die Radkappen auch abgemacht, finde es schön, schwarzes Auto, schwarze Stahlfelge, dünner Reifen. Dann stehe ich da so und denke, Mann, in dieser kleinen Gurke bin ich jetzt über die Stunden lang 185 gefahren? Was? Also, was ich damit sagen will, er sitzt in diesem Ab drin. Von außen sieht der aus wie eine kleine Gurke. Und wenn ihr drinnen sitzt, versucht das mal. Ihr habt ein Raumgefühl wie in einem Golf. Ohne Scheiß. Und wenn ihr Langstrecke fahrt, die Leute sagen immer, oh, Langstrecke in so einem Auto ist ja ein reines Stadtauto. Ich finde, man kann hervorragend Langstrecke mit dem Ding fahren. Die Sitze sind sowas von angenehm, gemütlich, bequem. Ich habe hier noch nie Rückenschmerzen drin gehabt. Mir hat noch nie der Arsch wehgetan. Die sind einfach bequem. Und von der Breite, die ich hier drin habe, ja, absolut wie in einem Golf oder wie in einem Passat oder wie in A4 oder so. Also drin beim Fahren hat man das Gefühl, man fährt ein großes Auto. Dann steckt man aus und kriegt fast einen Schock, wie gesagt, und denkt sich, was? In dem kleinen Ding so schnell und die ganze Zeit mit diesen dünnen Reifchen, mit dem geilen Dreizylinder-Sound, erste Sahne, fahre ich total drauf ab. Verbrauch 3,5 bis 4,2 Stadt in der Stadt. Nein, ich fahre nicht raus. Man kann ihn auch bis 4,5 in der Stadt fahren. Bezieht sich aber rein einzig und alleine auf die ASG-Automatik. Weil nur mit der Automatik schafft ihr diese Verbräuche, diese geringen. Ich sag immer, ich gehe einmal tanken, 35 Liter passen da hinten rein. Also erstens gibt das schon mal, ist es nicht so schlimm an der Kasse, an der Tanke. Und dann verbraucht das einfach nichts. Ihr fahrt und fahrt. Also weiß nicht, dauert so lange, bis ich dann das nächste Mal wieder tanken gehe. Bin vorher TDI 180 PS gefahren, war ähnlich. Einmal vollgetankt, gefahren, der war auch super sparsam. Benziner wollte ich nie haben, weil ich immer dachte, ah scheiße, diese Spritkosten. Nö, hier bei dem ab 20 Euro Steuern im Jahr, Versicherung, Vollkasko mit allem drum und dran. In meinem Fall 170 Euro Jahresbeitrag, 20 Euro Jahressteuer. Ja, Spritkosten, wie gesagt, hier 3,5, wie gesagt, bis 4,2, 4,5.
Wenn ich den Schalter hätte, einen Schaltwagen, dann weiß ich, würde ich hier bei 5 Liter locker. 5,5, wenn nicht sogar noch mehr. Weil dann würde ich das ausnutzen. Würde ich den immer hochdrehen und hätte einen ganz anderen Fahrstil. Aber mit dieser ASG, die hat mich sozusagen umerzogen zu einem artigen, umwelttechnisch sehr sparsam fahrenden Autofahrer. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann weniger Spaß habe. Ganz im Gegenteil, dieses Auto macht richtig Spaß zu fahren. Ja, wenn ich den mit Schaltung hätte, wäre es ein anderer Spaß auf einer anderen Ebene, wäre das ein bisschen sportlicher. Jetzt lachen wieder Leute, oh, mit einem 60 PS ab sportlich zu fahren. Ja, liebe Leute, ihr könnt diese Gurke sportlich fahren. Und wenn ihr auf einer Landstraße seid und ein bisschen fahren könnt, Fahrpraxis habt, dann könnt ihr dieses Teil so richtig schön quer durch die Kurven hauen, richtig durch die Kurve knallen, wo manchmal Beifahrer hier sitzen und denken, ah, hör auf, Thomas, hör auf, die richtig Schiss haben und hinterher staunen, Mann, der hat echt die Kurve in der Geschwindigkeit, ist der einfach durch. Ja, man kann es forcieren, ja, dass er nicht übersteuert, sondern untersteuert mit einer kleinen Lenkbewegung und dann fängt er an quer zu gehen und dann könnt ihr ganz kontrolliert quer durch die Kurve sliden, sage ich mal. Ist jetzt ein bisschen unvernünftig, weil dieses Auto ist eigentlich für Leute mit Vernunft, sage ich mal. Für Leute, die viel im Stadtverkehr fahren, die aber eine Sicherheit auch auf der Autobahn haben wollen und dieser App hat diese 5 Sterne in den Crashtest, ja, ist ja dieses Facelift hier, 2019er, der ist 17 cm länger als der Up, den es davor gab. Und ich glaube, diese 17 cm mehr machen genau dann die 5 Sterne im Crashtest aus. Ansonsten, wie gesagt, absolut zufrieden. Heute könnte man überlegen, sich den Elektro abzukaufen. Muss man sehr lange drauf warten, weil jeder will den Elektro abhaben. Ihr wisst, ihr kriegt vom Staat Kohle, ihr kriegt von Volkswagen Kohle. Wenn ihr einen Volkswagen habt und zu Volkswagen geht, dann kriegt ihr da nochmal einen extra Bonus. Ja, und schwuppidi-schwupp ist der Elektro-Up so billig, also wirklich so billig, wie wenn er euch ein Benzin abkauft. Es ist kein Unterschied preislich. Und für mich als Berliner, der hauptsächlich nur in der Stadt fährt, wäre es ideal. Also heute würde ich mir wahrscheinlich den Elektro abkaufen. Hatte zwischendurch auch mal überlegt, ob ich das sogar mache. Ja, den hinbringe, den hier. Und dann hätte ich sehr überschaubare Summe noch drauflegen müssen und hätte einen Elektro ab. Ja, der aber richtig geht. Und tatsächlich auch die angegebene Weite hat, die Volkswagen angibt. Das ist einer der wenigen Elektroautos, die tatsächlich die Reichweite haben, die vom Hersteller angegeben wird. Gibt es diverse Filme, Tests darüber, ne? Wo ihr das nachlesen könnt oder nachgucken könnt. Sehr interessant. Mittlerweile aber, wie gesagt, lange Wartezeit. So, Preis-Leistung bei diesem Auto hervorragend, nie ein Problem gehabt, immer angesprungen, sauberer Motorlauf, sehr solide, top, kann sagen, top, bin sehr zufrieden. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat manch einem irgendeine Information gegeben, sorry für diese schlechte Vorbereitung hier. Schaut euch mal auf meinem Kanal um, gibt's einiges, viele Richtungen, Modellbau, Skateboard, 3D-Drucken und wie gesagt, über den VW ab gibt's da ein paar Filme. Ich bin so dumm, dass ich meine Filme nicht sortiert habe nach Themen. Müsst ihr dann oben einfach auf Videos klicken und dann diese ganze Latte, diese Liste, ich glaube 146 Filme, irgendwo dazwischen gibt es dann Filme über den ab. So, vielen Dank für eure Zeit. Fürs Anschauen, Daumen hoch machen, wenn ihr Bock habt, abonnieren, wenn ihr Bock habt, freut mich auf jeden Fall.
Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Euer Tommy, German RC Creations. Macht's gut, Leute. Paff.